Genau, ich würde euch gerne mal erzählen, wie so eine Art Funkuhr funktioniert. Und da habe ich mir zwei Helfer mitgebracht, nämlich Alice und Bob. Alice und Bob sind sehr unterschiedliche Charaktere, die ich auch schon sehr gut sehen kann. Und sie unterscheiden sich auch vor allem in ihrer Lieblingsfarbe. Alice mag total gerne grün und Bob, der sieht am liebsten rot. Und das kannst du mal messtechnisch mal so ein bisschen aufbereiten. Und dafür nehmen wir einen Scheinwerfer und leuchten Alice mal mit grünem Licht an. Wie man sieht, Alice wird angeregt, kriegt total gute Laune, wenn sie grün sieht. Und das heißt, wir können mit ihm nicht irgendwas bei Alice bewirken. Jetzt machen wir eine Probe bei Bob. Und Scheinwerfer, rotes Licht, wird Bob auch angeregt, kriegt mega gute Laune. Jetzt könnte es ja sein, die mögen es einfach nur, wenn es hell ist, nur wenn einfach Licht da ist. Also Gegenprobe, blau finden die beide doof. Also haben wir schon mal ein paar Informationen über die beiden gewonnen. Das wollen wir jetzt mal mit einem Diagramm darstellen. Also das Diagramm zeigen wir ein, die beiden Zustände, den Grundzustand und den angeregten Zustand. Und unten haben wir unsere Farbachse. Die erste Messung haben wir ja schon bei Alice, das ist blau, blau ist total doof. Grün findet Alice total mega und rot ist total langweilig. Das ist schon mal die erste Messung für Alice. Das gleiche machen wir für Bob. Bob findet blau irgendwie langweilig. Grün ist auch langweilig und rot ist total mega. Und jetzt haben wir schon mal ein paar Messpunkte, wo wir sehen, die beiden unterscheiden sich in ihrer Lieblingsfarbe. Und naja, für den weiteren Messaufbau wollen wir mit einem von beiden weitermachen. Und naja, um den Anteil von Frauen in der Wissenschaft zu erhöhen, machen wir mit Alice weiter und Bob wird der Vertrag nicht verlängert. Genau, haben wir also Alice. Und wer schon mal mit Messungen zu tun hatte, weiß, je mehr Messdaten ich bekomme, umso genauer, umso mehr Informationen kriege ich. Also, wie machen wir das in dem Fall? Wir klonen Alice an. Zwei Alice, drei Alice, ganz viele Alice. Angenehmer Nebeneffekt, sie ahnen es, noch mehr Frauen in der Wissenschaft. Wenn wir ganz viele Alice haben, brauchen wir auch ein bisschen größere Lampe, also nehmen wir ein größeres Gerät. Und wir brauchen auch wieder unser Diagramm, wo wir die beiden Zustände haben und unten die Farbe. Jetzt schmeißen wir die Lampe mal an und starten das Experiment. Wunderbar, Experiment ist gelungen. Jetzt wollen wir uns die Kurve mal genauer angucken. Das ist also die Kurve, die wir jetzt bekommen haben. Und ne, vorher die Messung, das waren nur drei Punkte, da war die Information nicht ganz so klar. Jetzt haben wir viel, viel mehr Informationen, weil wir viel mehr Alices hatten, um die Messung zu machen. Und diese Kurve hat zwei wichtige Informationen. Das eine ist Alice Lieblingsfarbe. Die können wir jetzt viel, viel besser bestimmen, weil wir die Kurve auswerten können. Und das andere ist die Breite der Kurve. Wie genau ist Alice Lieblingsfarbe? Das sind zwei wichtige Informationen in dieser Kurve. Und die brauchen wir für das nächste Experiment. Das nächste Experiment ist wieder mit Alice. Und Alice hat Bock auf Disco. Alice geht also in die Disco. In jeder Disco gibt es einen DJ und eine coole Lichtanlage. Und der DJ in unserem Fall macht nicht nur die Musik, sondern der schraubt auch am Licht rum. Das heißt, er kann also die Farbe des Lichts einstellen. Dieses Licht, das wirkt wieder auf Alice und idealerweise wird Alice dadurch angeregt und gute Laune. Wer schon mal in der Disco war, weiß, der DJ wird bezahlt, wenn alle Leute gute Laune haben. Meistens macht er das mit seiner Musik. Aber er muss ja auch irgendwie detektieren können, ob die gute Laune haben. Also irgendwie so einen siebten Sinn, den nutzen wir aus, weil er feststellen kann, wie ist die Laune von Alice. Und die Information nutzt er, um die Farbe immer nachzustellen, weil er wird ja dafür bezahlt, dass die Laune immer gut ist. Also sorgt er dafür, dass die Stimmung immer gut ist. Und das heißt, er wird die Farbe so einstellen, dass es Alice Lieblingsfarbe ist. Das ist also unser Aufbau, mit dem wir Alice Lieblingsfarbe technisch herstellen können. Vorher wusste nur Alice, sag ich nur grün, aber dieses Grün, das gab es ja gar nicht so als wirklich als Licht. Und jetzt können wir das herstellen mit diesem Aufbau. Und warum wollen wir das? Na, wir wollen Alice Lieblingsfarbe an externe Beobachter weitergeben. Also zum Beispiel in diesem Fall steht jemand vor der Disco. Eigentlich sagt er immer, wie ist die Stimmung da drin? Soll ich jetzt reingehen oder nicht? Erzähl doch mal, wie das denn so läuft. In diesem Fall wird er sagen, kann ich mal Alice Lieblingsfarbe von euch bekommen? Kann ich die mal irgendwie sehen? Kein Problem, ne? Wir leuchten einfach durch die Disco-Tür raus und dann kann der Typ vor der Disco Alice Lieblingsfarbe irgendwie benutzen. Und genauso kann man die Lieblingsfarbe an alle Nutzer weltweit weitergeben. Alice Lieblingsfarbe. Gut, Alice Lieblingsfarbe ist nicht so spannend, deswegen. Und wir wollen ja eine Atomuhr betreiben. Das heißt, wir nehmen nicht Alice, sondern wir nehmen in unserem Fall Ytterbium. Ytterbium hat auch eine Lieblingsfarbe. Das Spezielle daran ist, die Lieblingsfarbe von Ytterbium ist viel, viel schmaler von dieser Breite, von dieser Kurve. Die ist also viel, viel genauer. Das heißt, wir können diese atomaren Eigenschaften nutzen, um eben damit so eine ganz, ganz genaue Frequenz herzustellen. Was machen wir damit? Wir wollen ja eine, ach ja, habe ich was vergessen, natürlich, das ist nicht so ein Flow.
wir haben ja keinen DJ bei uns. Das liegt zum einen daran, der will da relativ viel Geld haben und das Geld für die PDW stellen und kürzen, wissen ja. Wir haben also nicht das Geld, um so einen DJ zu bezahlen. Und vor allem, der nimmt auch zu viel Platz weg. Deswegen haben wir Computer genommen. In unserem Fall geht das genauso gut. Und wir haben ja auch keinen externen Beobachter. Wir wollen ja eine Uhr betreiben. Und so eine Uhr, was möchte die gerne? Die möchte gerne so einen Sekundentakt, idealerweise. Ne? Also tick, tack, tick, tack. Jetzt haben wir aber so Licht, das hat ja auch eine Frequenz, aber die ist sehr, sehr groß. Ne? Was machen wir? Wir nehmen einfach ein magisches Gerät, was aus dem Takt vom Licht eine Sekunde macht. Ich könnte ganz auch im Detail erklären, wie das funktioniert, aber das verbraucht leider keine Zeit. Genau, deswegen müssen Sie mir einfach glauben, dass es das gibt. Das steht bei uns im Büro, bei Gelegenheit nicht im Büro, im Labor. Wenn Sie wollen, kommen Sie vorbei, dann kann ich das vor Ort erklären. Und das heißt, also mit dieser Idee, Lieblingshaber und Terbium, können wir eben eine Uhr bauen, die genau auf die Eigenschaften von dem Terbium zurückgeführt ist, mithin eine Atomuhr. Und mit so einer Atomuhr weiß Alice immer, wenn es Zeit ist, nach Hause zu gehen. Und da trifft sie dann auch Bob wieder.